provoziert mich nicht. Ja, schon mal von Tunesien, ne? Zack! Ne. Tauch mal ab. So, hier unten sollte mich keiner sehen können. Ich frage mich immer noch, ob diese Waffe einen Alternativmodus hat, weil die hat ja diese... Wisst ihr eigentlich dadurch, dass die so leuchtet, müsste die ja so eine Spezialfähigkeit haben. Komm, geh drauf. So, macht das Spaß. Ah, da hinten ist wieder jemand, der mich erschießen will. Halt! Bleibt stehen! Nee, das war der falsche! Scheiße! Geht doch mal rüber, Leute! Geht. Ah, jetzt steht nur noch Zaunsfall im Wege, ey. Ich glaub's aber nicht. Komm schon, geht mir aus der Sonne. Nein! Ah, diese scheiß Drecksballerei. Komm.
Ich hab's geschafft. Hui. Okay. So. Was hatten wir hier? Ein Signal an Offizier Murat. Die Stellung der Schwans infiltrieren und ihre Kanonen sabotieren. Joachim Murat. Klingt so deutsch. Joachim Murat war der Sohn eines Gastwirts und hätte angeblich Teil des Klerus werden sollen. Doch er entschied sich gegen die Wünsche seines Vaters und ging zur Armee. Er wurde zum Vertrauten und Leutnant des jungen Napoleon und spielte eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung jener Kanonen, mit denen es Bonaparte gelang, die Royalistenrevolte im Vendemeer 1795 niederzuschlagen. Im Anschluss wurde Murat zu Napoleons Flügeladjutant, ehe er zum General aufstieg. 1800 heiratete er Napoleons Schwester Caroline. Während des Kaiserreichs wurde er zu dessen Marschall ernannt. Nachdem der Kaiser weite Teile Europas erobert hatte, machte er Murat zum König von Neapel. Danach wurde Murats Beziehung zum Kaiser jedoch immer angespannter. Er wurde am 2. Mai 1815 von den Österreichern besiegt, wenig später gefangen genommen und am 13. Oktober hingerichtet. Jean Gilbert, dieser Gendarme, vereitelte Marie Antoinettes Flucht aus der Conciergerie. Die Königin hatte mit einer Nadel eine Nachricht in ein Stück Papier gestochen, um auf eine Geheimbotschaft zu antworten, die auf die Blätter einer Nelkenblüte geschrieben stand. Das war eine frühe Form der SMS. Der Plan, bekannt als
komplette Allee sah vor, dass Gilbert diese Nachricht für 400 Louis zu Verbündeten der Königin schmuggeln sollte. Ein ganz ordentliches Sümmchen, das ungefähr 3 Jahresgehältern entsprach. Viele der Gefängniswärter der Königin hatten Mitleid mit ihr. Manche brachten ihr sogar Blumen, was Fouquier Tinville, den öffentlichen Ankläger, äußerst zornig machte. Es war eine schreckliche Idee, ihr Blumen zu bringen. Sie musste wahrscheinlich jedes einzelne Blütenblatt überprüfen, denn es hätte je eine Nachricht auf ihm stehen können. Was für eine gewaltige Verschwendung ihrer Zeit. In letzter Minute überkamen Gilbert Zweifel. Wenn der Plan scheiterte, käme er auch aufs Schafott. Er offenbarte den Fluchtversuch und machte die letzte Überlebenschance der Königin zunichte. Die Mürassier. In eben diesem Moment droht uns ein blutiger Bürgerkrieg. Ich brauche einen fähigen Mann, der in die Royalistenstellung eindringt und die Kanonen sabotiert. Wenn ich Rauch sehe, ist das für mich das Signal zum Angriff. Mal gucken, wie wir das machen. Jo. Ich hätte gern noch 2 Rauchbomben. Okay, Medizin ist voll, das ist schon erstmal geil. Aber noch 2 Rauchbomben wären cool. Aber da habe ich wohl kein Glück. Kommt von der Seite!
Ich bring dich um! Wie kann ich die Dinge nur sabotieren? Na? Hallo? Mann, was denn jetzt? Ich dachte schon jetzt, es ruiniert mir ja, packt das Ganze. Ja. Ach sag mal, was ist denn das für eine Scheiße hier? So, ein Signal an Offizier Murat. 10.000 Franken. Naja, das ist aber auch das Mindeste. So, wo haben wir einen Händler? Hier haben wir einen Händler. Hui, Ein Schappe, der nicht klappt. 4 Schappe-Signaltürme sabotieren, um zu verhindern, dass die Royalisten eine Nachricht an ausländische Truppen senden. Okay. Ach du Scheiße. Das tut doch niemand was. Thank you.
l'avion. Tout de même particulièrement hideux. Schwerer als es sein müsste. Gib mir. Nachricht von Bonaparte.